Hallöchen, meine lieben Pokémon-Trainer. Willkommen zurück zu Pokémon Galaria. So, wir hatten gesagt, wir gucken uns jetzt erstmal hier auf diesen Routen hier oben. Neue Routen. Hä? In diesem blauen Pokémon? Ah. Flippebe. Hallo Flippebe. Gut. Alles klar. In den Blumen kommen hoffenweise Flippebe. Da wir hier mal flüchten müssen vor den Pokémon, werde ich mal kurz. Flabbebä, ich will kein Flabbebä. So, hi. Ja, ach. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, weil die zwei. Ah, okay. Ja. Hier brauchen wir ein Dings. Hier brauchen wir. Kraxler. So, komm her. Mhm. Wisp Forest. Okay. In den Wisp Forest. Oh. Haspiro. Ja, aber Haspiro ist eher uninteressant. Haben. Gibt es die Voltilam, dann will ich das haben. Yay! Level F für Stone. So, hau ab. So, wieder tauschen. Ich meine, wir haben sowieso alle hier Level 11. Flabbebe. Hi. Eigentlich nur hier, um so ein bisschen mich wegen Dings umzuschauen. Oh, Trassler. Oh, Trassler hätte ich gerne. Dann hätten wir ein Psycho-Feen-Pokémon. Also hat uns definitiv viel gleich einmal umgucken. Ein Snubbel. Snubbel. Ja, natürlich, Bedroher. Weg. Womit machst du bestimmt Tail Whip? Du hast doch nicht mal ein Schweif. So. Ein bisschen verwirrend, wenn ein Pokémon Tail Whip macht und jemand Schweif hat. So. Ah, okay. Hier wird uns der Weg versperrt durch die beiden trämpfenden Trainer. Das ist in Ordnung. So, ich will ein Dings haben. Trassler. Oh, Voltilam. Dieser Trieb. Ich muss ihn widerstehen. Wir werden jetzt mit keinem Voltilam fangen. Ich weiß, ich bin ein Voltilam und so, glaube ich, ein Voltilam-Fan, aber nein. Nein. Ich widerstehe dem jetzt mal. Voltilam, ich weiß, aber nein. Leid, Voltilam. Diesmal nicht. So, was gibt's denn hier noch im Gras? Kann ja nicht nur Schafe hier geben. Und dann kommt schon das nächste Schaf. Ey, gib mir hier Trassler. Wenn es wirklich Trassler gibt, gib mir Trassler. Wie gesagt, Psycho. Feen-Pokémon. Ja, damit. Das Spiel. Wisst ihr, dass das Spiel mich gerade quält? Ich muss gerade mit aller Kraft dagegen anhalten, kein Voltilam zu fangen, um. Oh, guck mal, sogar die weiblichen Bundlebees haben sie hier so ein bisschen geändert. Nein, ich muss gerade mich unglaublich zusammenreißen, kein Voltilam zu fangen, um es zu trainieren. Okay, doch nicht. Ist doch nicht bearbeitet worden. Ich habe gedacht, das weibliche Bundlebee hatte so ein bisschen. So, ich warte jetzt noch drei Pokémon ab. Wenn es nur Bundlebee oder Voltilam ist. Den gehen wir weiter. Alter. Dum, di, di. So, Nummer 2. Ernsthaft, jetzt haben wir das Schaf gegen Hasen ausgetauscht, oder was? Ich
Dio. Da! Hallo! Und noch ein weibliches. Perfekt. Oh Gott, das wird schwer. Nestball könnte gut wirken. Ist ja schwächer als wir. Ja! Ralf wurde gefangen. Ralf. So. Jetzt muss ich natürlich noch nachtrainieren irgendwie. Wie nennen wir dich mal? Weiblich, ne? Ich weiß, ich nenne dich nach meinem neuen weiblichen Lieblingsweiblichen Charakter. Fee. Fleekos Clausel aus Trails of Cold Steel. So, kurz mal Fee uns angucken. Müssen wir natürlich doch trainieren. Kann sogar schon Konfusion. Ich bin begeistert. Gut. Ich glaube, das kann ich sogar schon nach vorne setzen. Also. Was sagt das Wesen? Speedho. Oh nein. Ein Spezialangriff senkendes Wesen. Ich glaube, wir sollten uns nochmal versuchen, nochmal ein Vieh zu fangen. Weil. Spezialangriff senkendes Wesen. Ich versuch's nochmal. Ich speede sogar mal. So, ich will mal so total und speed jetzt einfach mal. Ach, guck mal, die neuen Weibli wie Sau. Jetzt bin ich wieder ein Flabbebiss. Nein, ich bin wieder ein Flabbebiss. Fall hier reingehört. Nein! Das ist das Problem beim Speeden. Hallo. Alter, das ist grausig hier gerade. Da ist noch ein weibliches, sehr schön. Komm jetzt hier rein da. Na, es geht doch. Ja, wir nennen das auch nochmal Vieh und das wird dann gleich, andere gleich frei. Und diesmal hoffe ich, dass da kein spezialangriffsenkendes Wesen dabei ist. So. Seid ihr ein Level schwächer? Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist euer PPP Ernst, ey. Was ist das hier, so eine spezielle Gegend, was angriffsenkende Wesen, was spezialangriffsenkende Wesen macht, oder was? So, hier, nochmal Level 4. Danke, es ging sofort rein. So. Ja, mir ist das jetzt gerade wichtig, weil es... So, und du hast jetzt bitte ein normales Wesen. Damit kann ich arbeiten. Speed hoch, Defensive. Damit kann ich arbeiten. So, und einmal. Wir müssen aber trotzdem nochmal den Pokémon-Markt. Wir müssen uns die Pokébälle wieder zurückkaufen. Sehr schön. So. Ja. Organized Poxen Deposit Pokémon. So, hier. Release. Ciao. Und Release. Ciao. Ich meine. Defensive Senken ist genau zwar auch nicht so besonders toll, aber wesentlich besser als. Tauschen, dann können wir das eigentlich gleich auch ein bisschen einsetzen. Ich denke mal, die Pokémon dürften jetzt nicht so mega schwer sein. Und da wir keine Nuzlocke Challenge oder so machen, dann wir kein Problem haben. So, dann wie gesagt ein paar neue Pokébälle kaufen. Ja, so. War leider teuer, die Viehs zu fangen, die Viehs. Und jetzt gehen wir hier hin. Hallo. Willst du kämpfen?
Ja, lass uns kämpfen. Moment, noch kurz. Alles richten. So. Ich habe jetzt gerade ein bisschen zurückgelehnt. Ein Funpi auf Level 4. Pickup, ist ja super. Boah. Wo ist Verwirrs? Das war ein Critical Hit. Bescheiden. Bams. Noch ein Critical, was ist denn los? Wie macht die nur Critical Hits? Sehr schön. Weeping. Level 5. Wunderbar. Da-da-da. Fletchling. Ist das nicht Dings? Doch, ich wollte gerade sagen. Ich habe echt so eine 6. Generation Gedächtnisverlust. Ich weiß nicht, wie Pokémon heißen. So, wir tauschen mal. Jetzt schlingen wir natürlich auch was, ne? Flugfeuer, aber wir haben jetzt ein. Wir haben jetzt schon unser Pidgey. Sind wir zufrieden? So, hier. Der Kopfnuss. Ich glaube, ich werde dann gleich nach dieser Folge dann nochmal, wenn es denn sein muss, Vieh nachtrainieren. So. Dann nutzen wir mal einen unserer Tränke. So. Einmal für Vieh. Ich will auch die Rare Candies benutzen, aber ich sehe davon erstmal ab. Was? Die Aussicht ist wunderschön. Es ist schade wegen ihm. Warum? Oh, ist es nicht wunderschön? Manche, dein Typ sieht nicht gut aus, oder was soll ich darunter verstehen? Eine Potion gefunden. So, ich tausche mal kurz unsere Pokémon noch aus. So. Wir gucken uns mal, was es hier gibt. Jetzt haben wir denn hier so viel Pokémon. Ah, hier ist Snubbel. Alles klar. Gut, Snubbel ist jetzt nicht so das, was ich jetzt unbedingt haben wollen würde. So. Ah, Shinyx gibt es auch hier. Aber das ist auch ein neutral, also normal nur Elektro-Pokémon. Ich wäre versucht, einen Mischtypen zu kriegen, auch wenn wir das mit Stone natürlich anders haben. Aber Stone in seiner Form kann sehr, sehr, sehr gut helfen. Gut. Also Shinyx und. Jetzt was, wir gucken uns jetzt mal Pokémon im Schnelldurchlauf an. Oh, Zebritz gibt es ja auch. Mit Zebritz. Wer ist die Vorform davon nochmal? Staralili, hi! Okay, die Pokémon sind sehr interessant hier, aber keins jetzt dabei, was ich jetzt irgendwie sagen soll. Oh, das will ich jetzt unbedingt haben. So, Vieh wieder nach vorne. Und go. Hi! Was denn? Hast du es auch gesehen? Was denn? Was gab's denn hier? Skiddo? Ah, ach. Das Ding, ah, alles klar. Ja, geil! Das hat Vegetarier 4 das durch Pferde kopiert. Und jetzt macht es wahrscheinlich die ganze Zeit, ja, Rankenhieb und dadurch erholt das die ganze Zeit unsere Attacke. Sehr schön. Perfekt, Vieh. Damit dürfte uns Level 6 ja wieder beschieden sein, ne? Beschieden. Nicht geschieden, sondern beschieden. Sehr schön. So kann man so ein Pokémon auch outplayen. Du kopierst mal eben so die besondere Fähigkeit und, so. Ciao. Ah, 75. Oh, hey, Level 6. Kann man nichts gegen sagen. Doppelteam, sehr schön. Badam, bam, badam.
So. Da ist ein bisschen Item. Nein. Gut. Was ist denn das da vorne? Stopp! Was denn? Nicht einen Schritt weiter! Du zerstörst die Szenerie und ruinierst mein Gemälde. Blöd, Mann. Alles klar. Aua! Gut, dann werden wir uns mal der Arena widmen. Bei mir können wir jetzt gerade nichts machen. Wie gesagt, Vieh trainiere ich dann nach der Folge hier. Bam, bam, bam. Dankeschön. So, dann tauschen wir Vieh mal gegen Stone aus. Wie gesagt, Stone für die Arena machen. Bam, bam, bam. So. Moin. Ja, ich weiß. Fiend-Pokémon. Hi. Lass dich nicht von den Bäumen täuschen. Wir benutzen hier Feentypen. Das wurde mir schon gesagt. Was ist das denn? Fairy Tail Rose? Alles klar. Level 6. Uff. Ich glaube, ich könnte hier sogar Vieh gegen die einsetzen. Ja komm, ich setze hier auch Vieh gegen ein. Level 6. Komm. Fickfick. Ah, Speckschicht. Nee, ich bezweifle, dass Azuri jetzt mit Eis- oder Feuer-Attacken ankommen wird. Das wäre ein bisschen seltsam. Nee. Aber ist halt gut so, wir haben es halt eben gerade schon bei dem Dings da erlebt, ne, bei dem anderen Pflanzen-Pokémon. Wie gesagt, mir fallen die Namen nicht mehr ein, also mir fallen die deutschen Namen der 6. Generation hier. Bei Skiddo, der da mit Vegetarier kam und bei ihm kopiert. Iglybuff. Nee. Ist Azurill ein Feen-Pokémon? Also ich weiß, dass Azurill ein Normal-Pokémon ist, ja, aber... Ich setze nicht in den Kopf, dass das ein, auch ein Feen-Pokémon ist. Man hält nie aus, ne? Alter, der Damage! Halt mal im Elfen. Holy Fu! Uff. Das ist aber ein bisschen krass, ne? Haut der mir da Elfen. Holy Käse, ey. Hier. Das kam unerwartet. So, ich brauche eine Potion. So, eine Potion auf Vieh. Leider hat aber dem Hack nicht diese komische Animation ausgemacht. So, ich tausche mal, wie gesagt. Hi. Ah, ein Irrwald, okay. Aroma Girl. Courtney. Komm mit Courtney an. Baumball. Nee, Baumball, nicht Baumball. Baumball. Feenwind, ah, okay. Hat sie nicht verwirren? Ne, es wird nix. Oh, Marina aus. Ba, ba. Ba, ba. Aua. Zack. Yay, Level 7 für Vieh. Flabbebe. Oh, wieder Flabbebe.
Bams. Oh, die haben sogar andere Farben hier. Fairy Wind. Uff. Komm zurück, Vieh. Nö. Aua. Na, also von Critical Hit, weißt du. Hier. Das ist mein Headbutt. Ui, Alter. Damage muss ich mit Stone Outlay aufpassen bei Marinanleiter. Das war doch ein bisschen heftig hier gerade. So, ich brauche Potions. Einmal eins für dich. Wie die alle 34 Leben haben hier. So. Dann schauen wir mal weiter. Ja, das kann sein. Manche Feentypen sollen den Kraft vom Mond her haben. Da ja auch Mondgewalt, ne? Snubbel! Wie gut, dass ich nicht physisch angreife. Das ist schön, dass du Bedroher kopierst, aber das bringt herzlich wenig. Es bringt nichts, Bedroher zu kopieren, wenn du schon draußen bist. Mach ruhig weiter Tailwrap. Mach einfach nur Tailwrap die ganze Zeit, Snubbel. Sehr schön. So, jetzt heißt, es kommt noch ein Snubbel. Auch tut Gefahr hin, dass das Snubbel mein Vieh one-hittet mit einem Schlag, wenn es gegen die ganzen Tailwraps. Vielleicht verwirren wir es ja. Scary Face, okay. Meine Initiative senken. Au! Dann komm mal zurück. Autschi. Ja, ja, ja. Scary Face. Scary Face. So. Alter. Du mach. Tackle. Sehr schön. Und Stone ist auch Level 12. Wunderbar. Ja, ja, ja. So. Leute, ich würde sagen, dann beende ich die Folge für heute mal. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um den Rest der Arena, werden dann natürlich auch den Arena-Leiter fertig machen und uns unseren ersten Horn holen. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video, denkt daran zu abonnieren und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Cheerio!